mit aller Erfahrung mitkriegen können. Also, mein Name ist George Schindler. Ich habe eine Vorstadtkneipe in Köln-Porzwan im Bibo-Club. Ich mache das seit 25 Jahren, also nicht gerade erst seit gestern. Und ich kenne die Zahlen aus 25 Jahren. Und ich kenne die Zahlen aus diesem Mai. Und ihr, die Wirte, die ihr hier seid, ihr kennt auch die Zahlen aus diesem Mai. Und was hat uns die Politik nicht vorher erzählt? Ja, Kneipen sterben. In Bayern ist es ja auch gut gegangen. Ich weiß nicht, wo die Zahlen hergenommen haben. Das kann doch nicht stimmen. Und was haben sie uns erzählt vorher? Ja, wenn der Rauchverbot kommt, dann kommen ja die ganzen Nichtraucher zu euch. Die ganzen Nichtraucher. Jetzt möchte ich mal von euch wissen, wer von euch hat jetzt im Mai mehr Umsatz gemacht, weil die ganzen Nichtraucher kommen? Zeigt mal auf. Einer zeigt auf, aber der hat es wahrscheinlich nicht ganz verstanden, ne? So, jetzt möchte ich mal, wie in der Schule von euch hier den Wirten wissen, wer von euch hat denn Umsatzeinbußen, weil die Nichtraucher nicht gekommen sind, die Raucher zu Hause bleiben? Ja, so sieht es nämlich aus. Das, was die uns erzählt haben, ist voll für den Arsch. Deswegen hoffe ich, dass wir vielleicht auch ein paar Leute noch motivieren können, eventuell sogar am 15. ist das, in die verbotene Stadt nach Düsseldorf zu gehen und dir mal richtig Feuer zu machen. Dankeschön.